Jeden Tag brülle ich mich an diesem Radio heiser. Die Wetterwechsel machen uns ziemlich zu schaffen. Vielleicht komme ich nicht mal durch und das Ding sendet gar nicht. Ich kann kein einziges Wort verstehen, Willard. Hier läuft alles bestens, Sir. Zieh das Ding raus! Los, hoch damit! Sofort ausschalten! Ausschalten! Hida! Ausschalten! Sie sollten sich die Stätte zweimal ansehen. Was ist hiermit? Blast ihn weg! Mehr Meteorit gefunden? Ha! Nee, ist schon ein bisschen jünger, Sir. Ist nicht möglich. Billy! Brech die Sprengung ab! Hört ihr? Hört ihr mich? Auf keinen Fall sprengen! Nicht sprengen! Elende Pyromanen! Geschichtsträchtiger Ort hier. Thank you.
5. Toni, du Trottel, ich weiß, dass du... Wuhu! Hallo? Hallo? Was denn? Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Nur eine Kleinigkeit. Geht's Ihnen nicht gut? Wenn ihr nur aufhören würdet, ging es mir prächtig. Richtig gut. Aber... Ja! Wenn ihr aufhören würdet, von wem reden Sie? Von euch allen. Hunderten von euch. Ihr plappert und quasselt, dass mir der Kopf platzt. Tja, ich weiß nicht, von welchem Planeten Sie kommen, aber ich wüsste nur gern, ob das ein Vaterartefakt in dem Tempel da oben ist. Voodoo-Zauber und so ein Zeugs, wie? Von sowas halte ich Abstand. Nein, kein Voodoo. Hören Sie, ist hier denn niemand außer Ihnen? Doch, natürlich. Randy und Rory. Randy und Rory? Wo denn? Was macht ihr hier eigentlich? Tja, die beiden bleiben da drin. Im Tempel. Ich habe sie gewarnt. Sie sollen da nicht reingehen. Jetzt machen sie nicht mehr viel da drin. Unter einer halben Tonne Geröll begraben. Ich hau jetzt ab. Schwing die Haxen. In diesem Dschungel verfault man ja von innen heraus. Ich würde Ihnen ja auch raten, zu verschwinden, aber Sie sehen nicht so aus, als würden Sie drauf hören. Wenn ich Ihnen sage, dass Sie da drinnen sterben werden. Sterben!